Herzlich willkommen. Wir möchten euch heute zeigen, wie man Saatbänder selber herstellt. Und ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir zu Besuch. Herzlich willkommen, liebe Vanessa. Hallo Klaas. Grüß dich. Klaas, was sind denn eigentlich Saatbänder? Saatbänder, das ist eine Sähilfe. Und zwar, wenn man zum Beispiel Radieschen im Garten sät oder Karotten, da muss man den Samen immer in einem genauen Abstand ansehen, damit die Pflanzen dann auch was wehren kann. Radieschen zum Beispiel alle 3 bis 4 cm, Karotten auch ungefähr alle so 2 bis 3 cm. Und die Saatbänder, die bereitet man vor, da kann man die Samen dann auf ein Papier kleben und das braucht man dann nur mehr in den Garten tun, Erden ein bisschen drüber tun und dann kann man das wachsen lassen. Es ist einfach eine Erleichterung für den Garten. Klaas, was brauchen wir denn alles für Saatbänder? Damit man Saatbänder herstellen kann, ist das Wichtigste einmal das Saatgut. Da habe ich jetzt zum Beispiel Radieschensamen genommen. Man könnte da aber auch zum Beispiel Karotten verwenden oder Asiasalate. Ja, was auch ganz wichtig ist, das ist zum Beispiel das Klopapier, dann Tapetenkleister. Tapetenkleister gibt es verschiedene. Da haben wir jetzt den genommen für Papiertapeten. Da ist nur Zellulose drinnen und da ist kein Plastik und kein Kunstharz dabei. Natürlich ein bisschen Wasser. Und am Pinsel, das haben wir schon vorbereitet und so kann man dann schon die Saatbänder machen. Und natürlich eine Schere, damit wir die Bänder dann auseinanderschneiden können. Klaas, können wir nicht zeigen, wie man so einen Kleister macht? Ja, freilich, damit man das daheim gut nachmachen kann. Schau, da ist schon das Pulver vom Tapetenkleister und von dem Pulver tust du jetzt ungefähr einen Strich, einen Teelöffel da in das Wasser rein. Genau, einfach so rein, das passt, brauchst nichts umrühren. Ich habe da jetzt den Deckel vom Marmeladenglas, jetzt kannst du das Glas zuschrauben. Einfach fest zu, genau, und jetzt schüttelst du es ordentlich. Ja, genau, jetzt lassen wir das ein bisschen stehen. Jetzt vermischt sich das Wasser mit dem Pulver von der Tapetenkleister. Nach 2-3 Minuten nimmt man das Glas wieder, dann schüttelt man das noch einmal. Und dann stellt man das irgendwo hin und dann, bevor man anfängt, die Saatbänder zu machen, schüttelt man das noch einmal auf und dann kann man das Glas schon öffnen und dann ist der Kleister schon gebrauchsfertig. So einfach geht es. Jetzt können wir ja doch die Saatbänder machen, oder? Jetzt können wir schon anfangen, genau. Am besten ist ganz ein normales Klopapier, das rollt man einfach einmal so ab, dass man circa so einen halben, dreiviertel Meter hat. Dann tut man das wieder zusammenlegen, weil das muss ja nicht so breit sein. Und dann kommt schon die Schere zum Einsatz, dass man das einfach mitten durchschneidet. Dann tut man die Schere und das eine Hälfte weg. Jetzt rollt man das auf und dann kann man da schon den Kleister draufstreichen. Das lasse ich dir machen. Die Hälfte von dem Band anstreichen. Ja, perfekt. Und da braucht dann nicht so viel Kleister drauf sein, sondern so wie du das machst, Vanessa, ist das ganz toll. Weil wenn es viel drauf ist, dann fängt sich das Papier so auflösen an und die Finger und alles wird dann voll mit Kleister und das wollen wir eigentlich nicht. Und jetzt da kann man dann schon, wir haben jetzt da Radieschensamen und da legen wir so alle 3 cm, so alle so Stücke letzten Samen hin. Ich würde sagen, du fängst da an und ich fange dann da an. Braucht man einfach ein bisschen Geduld dazu, gell? So. Ganz toll. Ich stelle das noch ein bisschen auf die Seiten. Und jetzt da biegen wir das einfach in der Mitte zusammen. Kannst du da wieder so anfangen? Dann biegen wir das da drüber und dann biegt das eh mit dem Kleister schon gut zusammen. So. Einfach einmal schön andrücken. Und damit sie jetzt da dann auch trocknen kann, hängt man das einfach irgendwo auf. Wir haben da jetzt einen Baum hergeholt und da hängen wir es einfach so drüber. Hängst du einfach da bei den Ästen so drüber. Ja, perfekt. Und so kann es trocknen. Und wenn es trocken ist, dann kann man das aufwickeln. Dann kann man ganz viele verschiedene Saatbänder zum Beispiel in einen Karton reintun, wenn man eingeladen ist, zum Beispiel bei einer Geburtstagsfeier.
Oder wenn die Oma sagt, zum Sonntag, ihr kommt zum Essen vorbei, dann kann man doch verschiedene Saatbänder einfach mitbringen. Danke, lieber Klaus, fürs Erklären. Und ich möchte mich einfach bei dir bedanken, dass du herkommen bist in unser kleines Gartenstudio, um allen zu zeigen, wie toll Gärtnern einfach ist. Vielen Dank.